hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich kann es mal auch wieder Sascha on Tour nennen, denn ich war zusammen mit meinem Bruder auf der CMC in Hamburg. Am 6.4. am Samstag fand die statt. Die CMC ist die Comic- und Manga-Convention Hamburg. Wieder schön von Tom und Uwe. Ich grüße euch an dieser Stelle und vielen Dank für alles. Ihr habt das wunderbar ausgerichtet und organisiert. Ja, es hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Diese CMC fand in der Fabrik in Altona, Hamburg statt. Das ist ein urgemütliches Gebäude, wo auch viel Musikfestivals oder, na, Festivals ist falsch gesagt, kleine Konzerte werden dort gegeben. Es sind da, ja, was sind das, so kleine Partys veranstaltet. Ich glaube, so eine Ü80, nein, das ist übertrieben, Ü40-Party war noch für den Abend ab 20 Uhr geplant dort auf der Veranstaltung, in der Location. Also, es war recht toll. Es ist sehr luftig dort, es ist zweistöckig, ja. Ich zeige euch ein paar Bilder jetzt auch davon. Nicht ganz so viel wie beim letzten Mal, denn ich verlinke euch das vorige Video von 2023, wo auf der CMC war. Im Endeffekt ist es sehr ähnlich abgelaufen. Es sind sehr viele Künstler anwesend, die ja, ihre eigenen Schöpfungen zeigen, von eigens geschriebenen Romanen bis Zeichnungen von ihren Comic-Helden und ihren Computerspielhelden, Anime-Helden. Es gibt eine Menge Anime-Stuff zu kaufen, Schmuck, der selbst gebastelt wird. Alles sehr modern und auch sehr auf die Generation Comic, Manga und so weiter zugerichtet. Eine ganze Menge Cosplayer liefen da rum, richtig toll. Also was die wieder in Kostüme gemacht haben, richtig großartig. Das ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Mache ich auch mal sehr, sehr gerne mit. Jetzt die nächste wird am 7.9.2023 sein, wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe. Auch ein Samstag wieder, also im September, und freue ich mich auch wieder drauf. Da bin ich auch dabei. Ich habe meinen Stand wieder dort und ihr könnt sehen, ich zeige euch auch jetzt hier mal meinen Stand. Da ist eine ganze Menge an Retro-Stuff. Ich bin da mehr so der Retro-Stuff-Typ. Von Hörspielen, Toys. Ich habe auch Mangas, Animes und so weiter dabei. Games zum Beispiel habe ich diesmal nicht dabei. Ja, aber ich habe festgestellt, querbeet läuft dort auch eine ganze Menge. Manche fokussieren sich dann natürlich so ein bisschen, entweder durch ihren Künstler, ja, ihre künstlerische Ausrichtung, dass sie ihren Künstlerbedarf dort vorstellen, oder eben halt auch nur Mangas verkaufen. Also es gibt da ein, zwei Comic-Händler, die dann kommen und dann speziell nur Mangas ausstellen und Manga-Figuren und so weiter. Ja, auf jeden Fall großartige Veranstaltung, macht immer wieder Freude. Und ja, die meisten Bilder findet ihr, wie gesagt, in dem verlinkten Video, weil es doch sehr, es ist sehr ähnlich. Und ich habe jetzt nur ein paar Ausschnitte von aktuell gemacht. Der Aufbau lief super und ja, es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Man war aber auch sehr fokussiert, eben halt auch am Stand, weil man da verkauft hat, und es war auch eine ganze Menge los. Es war wirklich viel los, mehr als ich gedacht habe, auch wenn es so, es begann so ab 10, 8 Uhr habe ich aufgebaut mit meinem Bruder zusammen, und dann haben wir eben um 10 fing es an und dann ging es, nach einer Viertelstunde war es randvoll. Also das war Wahnsinn, das war richtig toll und ich hatte einen schönen Platz, wo ich auch genug Platzfläche gab oder möglich hatte, dass die Leute bei mir wühlen konnten, und es hatte vielen Spaß gemacht und dann lief es auch und ich habe sehr viele schöne Sachen an neue Sammler abgeben können. Das freut mich sehr. Ja, aber ihr wollt nicht nur wissen, wie ich es gefunden habe, sondern was habe ich denn überhaupt dort, ja, wie soll ich sagen, verkauft, das wollte ich euch gar nicht erzählen, aber was habe ich gekauft oder mein Bruder? Nicht viel, muss ich sagen. Es ist so, dass vieles, was wir haben oder sammeln, haben wir entweder schon. Viele Mangareien, die da angeboten werden, sind entweder die neuesten Bände, die uns fehlen, die waren dann nicht da oder kommen erst raus, und ältere Comics bin ich auch schon mit meinen Sammlungen so gut wie durch. Also mir fehlen vielleicht 3 oder 4 alte Comics, und abgesehen vielleicht von Captain Future, die ich dann natürlich oder nicht finden konnte, aber ansonsten bin ich so gut wie durch mit den meisten Comics, das lediglich aktuelle ja, mich noch reizen. Gut, aber mein Bruder hat ein paar Sachen gefunden, ein paar im Comic-Bereich, denn das ist ja wirklich das, worum es drauf angeht. Und zwar hat er einmal mitgenommen und die ersten drei Sachen, also dieses hier hat er auch reduziert, also zu einem, ja, ich sag mal antiquarischen, wie nennt man es, kann man es sagen, halben Kurs, halben Preis. Auf jeden Fall hat er nicht den Coverpreis bezahlt, sagen wir es mal so. Weil es sind ja auch so welche, die eben halt ja, Secondhand-Ware anbieten. Ja, kann man auch so sagen. So, einmal hier, ihr wollt es wissen, Serenity. Firefly Class 03K64, keine Macht im Universum, von Chris Robertson und George Giannetti, ausführender Produzent Joss Whedon. Das ist eine ja, Geschichte oder weiterführende Geschichte der Firefly Crew aus der TV-Serie von Joss Whedon mit Nathan Fillion unter anderem und ich habe alle Namen jetzt gar nicht so im Kopf, aber Summer Glau zum Beispiel auch und ja, auf jeden Fall eine sehr gute gemachte Serie und das ist eine Fortsetzung, erzählt eben, wie gesagt, eine neue Geschichte und ja, wohl darum. So, mehr kann ich euch dann nicht sagen, ich habe es nicht gelesen. Es ist, wie gesagt, ich nehme jetzt das auf, einen Tag nach der CMC, deswegen alles noch frisch und frisch ist auch dieses Comic. Könnte ein Zusammenschnitt sein, wäre Einzelcomics auf jeden Fall. Band 4 und 5 ist es. Ja, hier haben wir von The Legend of Zelda Perfect Edition, also eine gute Auflage der Mangas zum, ja, zum Spiel. The Minish Cap, Phantom Hourglass haben wir hier einmal den Band. Mein Bruder hat sie für 10 Euro das Stück gekriegt, kosten 18 Euro neu. Und da hatte sie jemand, brauchte sie wohl nicht mehr. Ja, und hier das nächste, Nummer 5, ist das Four Swords. Auch ein schönes Bild. Hinten, ja, 4 Schwerter. Ja, kosten 18 Euro, wie gesagt, neu. Hat er jetzt sehr günstig gekriegt. Gut, und dann hat er noch eins, das ist gerade neu erschienen, gekauft, auch von Tokyopop. Also die beiden sind bei Tokyopop erschienen und das andere ist Panini. Und bei Tokyopop ist noch erschienen und das ist gerade neu, das ist also eine Neuerscheinung. Tokio 01, ja, Watchdogs Tokio 01. Ja, ein Manga im Watchdogs Universum, das ist ja ein Computerspiel von Ubisoft. Ja, keine Ahnung wie es ist. Recht gut gezeichnet. Also, ja, macht was her. Achso, das kann ich euch auch mal zeigen, wie das gezeichnet ist. So, hier. Auch nicht schlecht. Ja, wie gesagt, das hat er so erworben an Comics und ja, ist eine kleine Ausbeute. Im Endeffekt haben wir mal geguckt, Figuren waren auch da, aber keine, die wir jetzt gesammelt haben. Ich bin ja mehr so der One Piece Fairy Tale Typ oder Detective Conan. Da waren jetzt nicht wirklich Figuren zu da. Naja, und ich habe trotzdem 2 kleine Figuren gefunden, eine nicht für mich, eine für meinen Vater, der auch ein großer Tim und Struppi-Fan ist. Ja, er ist ein sehr großer Tim und Struppi-Fan und der eine Händler, beziehungsweise das ist auch der Stand von den Veranstaltern, die verkaufen offiziell oder sind auch Händler für Tim und Struppi Merchandise und da waren kleine Figuren. Und da durfte ich mir, oder habe ich 2 Figuren für 10 Euro mir ausgesucht. Eine habe ich für meinen Vater mitgenommen. Ich habe ihm vorher ein Foto geschickt. Und dieses Foto, da sagte er mir, ja, die Figur, die würde mich noch interessieren. Und dann war es diese Figur von Tim aus, ich glaube, müsste die Schwarze Insel gewesen sein. Im Schottenkostüm. Ich blende euch jetzt noch mal ein Bild davon ein, um es noch mal in Ruhe zu genießen. Eine sehr, sehr schön gestaltete Figur. Wie gesagt, für 5 Euro pro Figur ist es ein sehr, sehr faires Anliegen, kann man ja so sagen. Ja, und ich habe mir ausgesucht, die Figur wandert in meine Sammlung. Diese Version von Tim habe ich noch nicht gehabt, wo er gerade seinen Mantel anzieht. Ihr seht, ist noch im Originaltütchen, ich habe es noch nicht ausgepackt. Auch richtig schön. Ja, der wird meine Vitrine zieren. Das sind auch offizielle Figuren, also im Endeffekt. Und sind zum offiziellen Preis verkauft worden, also in dem Sinne. Ja, und das war's fast. Ich habe eigentlich so von den Sachen gar nichts mehr viel gekauft. Aber dann bin ich auch bei den Künstlern rumgelaufen und abgesehen, dass ich bei dem lieben Philipp, dem von Shaman Sonic, geschaut habe, auch was erworben, aber das, in dem Sinne habe ich euch das mal in einem anderen Video gezeigt. Das, was ich da bei ihm gekauft habe, das geht als Geschenk an einen Freund und das möchte ich deswegen hier nicht zeigen. Aber Philipp, ich grüße dich und es war wieder schön und ja, dass wir uns da wieder gesehen haben und sich uns ausgetauscht haben. Er ist auch ein Gamer, er ist ein Künstler und ich werde mal seinen YouTube-Kanal, seinen Instagram-Kanal unten in der Infobox mit verlinken. Schaut mal nach, er hat richtig coole Gamebilder gemalt, ist auch ein richtiger Künstler, der eben halt nicht nur Dragon Ball Bilder hat und hat auch zu Spielen eben halt Grafiken, Artworks gezeichnet, zum Beispiel Nier Automata, ich glaube, er hatte noch Resident Evil Revelations 2 war das, glaube ich, was er noch gemalt hat. Dann hat er auch von Zelda was gehabt und das auch sehr beeindruckend waren seine Sonic-Bilder. Also die Dragon Balls sind sowieso mega und auch von Sonic und die sind der Renner da gewesen. Also wie gesagt, schaut mal auf seinem Kanal nach, seinem Instagram-Kanal, ne, dass da seht ihr ein paar coole Zeichnungen. So, aber ich bin noch bei einer anderen Künstlerin gewesen. Ich weiß nicht, wie sie jetzt wirklich mit Vornamen heißt, aber sie nennt sich Kokos Collection. Hat mir diese schöne Visitenkarte gereicht. Findet ihr auch auf Instagram. Ich habe nur festgestellt, dass Kokos mit K vorne und C in der Mitte unterstrich Collection. Ihr müsst wirklich Collection eingeben und nicht Collections, wie es hier auf dieser Visitenkarte steht. Dann habe ich sie erst gefunden. Macht auch sehr, sehr schöne Zeichnungen und hat auch ein bisschen Stuff eben halt, vielleicht ja, künstlerischen Sachen zu einem Computerspiel. Und das Computerspiel ist Final Fantasy XVI. Und sie hatte schöne, wunderschöne Schlüsselanhänger gemacht, schön in Acryl. Ich zeige euch die. Ich habe mir dort gekauft 4 Stück, gleich das ganze Set. Man muss dazu sagen, Künstler sind natürlich in Kleinstauflagen diese Sachen erstellt und es ist immer schwer, da natürlich auch einen fairen Preis zu machen. Die haben mich jetzt 12 Euro das Stück gekostet, die 4, ja, 12 Euro das Stück haben die mich gekostet, diese 4 Schlüsselanhänger, weil ich habe den ganzen Vierersatz gekauft und ja, ich finde, man unterstützt auch diese Künstler und das hat mich sehr gefreut. Also ich grüße dich an dieser Stelle und ich habe, ja, momentan, ich wollte sie für jemanden anderen kaufen, der ein großer Final Fantasy 16 Fan ist, aber im Nachhinein, ich finde sie so cool, ich behalte sie selbst. Und zwar habe ich hier einmal Sid, richtig cool. Ich blende euch das auch gleich nochmal richtig ein. Und ich habe hier die gute Jill, richtig hübsch. Ich finde, und das ist echt beeindruckend, die sehen, wenn ich das nicht wüsste, die könnten als offizielles Merchandise weggehen. Also ich habe auch das Lob bekommen. Was heißt das Lob? Das Lob gebührt nicht mir, das gebührt der liebe Kokos, sage ich mal so, von Kokos Collection. Ich habe sie jemandem gezeigt als Foto und der dachte, das ist offizielles Merchandise. Und das ist das größte Lob, dass es so offiziell aussieht. Ja, und dann fehlen natürlich noch 2 Hauptcharaktere. Und zwar habe ich hier einmal Torgal. Das sind so richtig schön gedruckte Acrylanhänger. Hier bei Torgal ist, glaube ich, noch die Folie drauf, die Schutzfolie. Die muss ich gleich nochmal abmachen. War auch richtig hübsch, auch gut getroffen, also richtig toll getroffen. Dieser leichte Chibi-Style. Und Clive darf natürlich nicht fehlen. Richtig toll. Ja, so habe ich ein 4er-Set. Hier steht Collections 1. Ne? Da steht eine kurze 1 unter. Vielleicht gibt es noch eine zweite Collection. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, wenn ich sie beim nächsten Mal auf der nächsten Convention treffe. Ja, ihr könnt sie da auch bestellen bei ihrem Etsy-Store, wenn ihr die haben wollt. Also richtig toll. Und ja, kam übrigens noch so einem hübschen Säckchen. Das ist auch immer was ich bewundere bei den Künstlern. Die geben sich auch echt Mühe, das einem einzupacken. Und dann kriegt man entweder so ein kleines Säckchen oder eine besondere Tüte und Aufkleber drauf, Sticker, also sie machen ja auch eigene Sticker produzieren, das ist so großartig, man kann es gar nicht zusammenfassen. Die geben sich richtig Mühe, das ist das Schöne dabei und das ist auch immer toll dann wieder anzusehen. Auch wenn man vielleicht nicht alles von dem sammeln würde, aber den Mut zu haben, das zu machen, diese Kunst anzubieten. Und ja, eigentlich ist das ein richtig schön klassisches Handwerk und das macht Spaß. Und wenn dann solche Sachen rauskommen, die dann aussehen wie echt, wie richtiges Merchandise, das ist schon hochkarätig und das finde ich auch mega. Ja, und das war jetzt wirklich die kleine Ausbeute, das, was wir uns da gekauft haben auf der CMC in Hamburg. Ja, es war, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, hat viel, viel Spaß gemacht, viele, viele nette Menschen getroffen und viel unterhalten und ja, anstrengend. Ne? Das ging 7 Stunden, die war von 11 bis 17 Uhr offen, nee, von 10 bis 17 Uhr offen, wenn man dann noch 2 Stunden eher aufbaut und ja, dann abbaut, ja, ist man so 2 Stunden später wieder zu Hause. Das ist ein ganzer Tag, man, die Füße taten weh. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch schon aufs nächste Mal und auch auf die nächsten Börsen und Veranstaltungen, wo ich selbst wieder sein werde. So, ist genug gelabert. Ich möchte mich jetzt zum Ende nochmal bei allen bedanken, die ich vor Ort getroffen habe. Ich grüße euch alle, auch wenn ich euch vielleicht jetzt nicht mit Namen kenne. Dann natürlich Kokos Collection, Philipp grüße ich und ich grüße meine Schwester, Becky Lemon, die war auch da. Verlinke ich auch einfach mal unten. Sie macht auch sehr, sehr schönen Fimo-Schmuck und auch noch ein bisschen andere Sachen. Sehr, sehr interessant. Und ja, Tom und Uwe, vielen Dank für die Ausrichtung der CMC. Ich freue mich, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Und das war's. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Wart ihr auch auf der CMC? Hätten wir uns gesehen? Haben wir uns gesehen? Ja, schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.